Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Mr. Mirror Let's Play. Und zwar beginnen wir mit einer Reihe von diversen Vorstellungen in Form eines Let's Plays der Spieleschmiede bzw. Ausbildungsschmiede DigiPen. Und zwar handelt es sich bei DigiPen um eine, um eine Studentenorganisation von angehenden Spieleprogrammierern, die sich zur Aufgabe gemacht haben, in Form ihres Studiums Spiele zu programmieren, die dann frei zur Verfügung gestellt werden. Und uns Spielern quasi einen Einblick geben, was so manche Studenten schon in ihrer, ja, Studienzeit auf die Beine kriegen. Und als allererstes beginne ich mit dem Spiel Abyss, wie man schön umsehen kann, mit dem gelben runden Ball und dem Grinsegesicht, was sich sogar, ja, mit korrekter Mimik durch den Bildschirm rollt, hüpft und was auch immer, ja. Worum geht es in Abyss? Das Ganze werden wir gleich sehen, aber ich kann sagen, es ist eine Mischung aus Jump'n'Run und, Knobelspiel. Und das Ganze gehen wir in Angriff. Ich spiele es semi-blind. Ich habe die ersten drei Level gespielt, jedoch weiß ich nicht, was danach auf mich zukommen wird. Gut, ich denke, das ist genug Einleitung und wir starten das Spiel. So, da wird der Bildschirm auch schon schwarz. So, keinerlei Intro, sondern wir befinden uns hier bei Abyss in Spielgrafik und sehen unseren gelben Ball, der uns hier mal... ja, sehr freudig anlächelt und der seinen Mund verformt, wenn wir hüpfen. Das sieht doch schon mal sehr interessant aus. Wir können, ja, wir können mit WASD hier rumhüpfen und ich werde angerufen. Das war schon mal ein sehr passender Einstieg in dieses Play, indem wir direkt mal gleich einen Anruf bekommen haben, der uns quasi die Aufnahme versemmelt. Aber das macht nichts, wie ich, ich denke, ich lasse das drin und, führe jetzt quasi meine Erklärung fort. Das sind immer noch wir, der Ball aus Abyss, der Hauptcharakter, könnte man sagen, der Hauptprotagonist. Und so sieht dieses Spiel hier aus. Wir rollen uns quasi von Hindernisparcours durch Hindernisparcours entlang dieser schönen Instruktionen. Zum Beispiel können wir jetzt hier sehen, wenn wir schön mit der Maus rumfahren, können wir ganz handelsüblich die Kamera drehen. So, jetzt sehen wir wieder unser Grinsegesicht. Und ja, das Spiel simuliert quasi eine rollende Kugel. Das heißt, wenn ich hier runterrolle und nichts machen, dann rollt sie auch weiter. Zwar nicht sehr, sehr schnell in dieser Steigung jetzt hier, aber sie rollt weiter. Und hier sehen wir ganz dezente Hinweise darauf, wie man diese Kugel steuert. Mit Leertaste können wir hüpfen, auch ganz handelsüblich für einen Jump'n'Run-Plattformer. Und hier sehen wir schon die sehr schön gemachten, Instruktionen. Ja, wir lassen uns mal einmal nochmal zeigen. Wir drücken quasi auf Space und unser lachendes Männchen hier hüpft in die Lüfte. So, und das machen wir jetzt hier von Plattform zu Plattform, um quasi weiterzukommen. Ganz normal wie in einem Jump'n'Run. Und wenn wir jetzt hier runterfallen, wie wir es eben gemacht haben, dann können wir hier wieder hoch. Das geht aber nur in dem ersten Level, ansonsten sterben wir. Soweit ich weiß, haben wir kein Lebenslimit, wie wir das aus anderen genre-typischen Jump'n'Runs kennen. Aber ich denke, das ist auch in unserem Sinne, denn das hier ist ein Knobelspiel. Wir werden sehr oft sterben. Gut, was sehen wir hier? Ein lachender Smiley, der auf einmal kleiner ist und dann wieder größer wird. Und ja, wenn wir jetzt das Mausrad zeigt uns quasi an, dass wir hier einmal raus und wieder reinzoomen können. Das brauchen wir jetzt am Anfang definitiv noch nicht. Aber wir sollten das im späteren Spielverlauf auf jeden Fall brauchen können. So, jetzt springen wir hier quasi dieses sich bewegende, die ausfahrbare Plattform, springen wir jetzt quasi hier hoch. So, dass wir natürlich nicht sterben, das wäre sehr ärgerlich. Und hier sehen wir quasi, wenn ich es auch ein bisschen übersprungen habe, dieser gelbe Kristall war nichts anderes als ein Checkpoint. Angezeigt wird uns gleich durch lachender Smiley plus gelbes, gelbes Viereck ergibt gleich korrekt. Auf gut Deutsch. Was aber nicht ganz richtig ist, denn das ist nur ein Checkpoint und wir haben nicht dadurch das Spiel geschafft oder sonstiges. So, hier haben wir zwei, ich nenne es mal Deko-Elemente, auf die wir sogar hüpfen könnten, wenn wir wollten. Oder wir tun es einfach mal. Und eine sich, vertikal, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, vertikal nach oben bewegende rote Plattform, die uns hier quasi durch diese Öffnung nach oben bringt. Schöne Sache. So, jetzt haben wir hier nochmal einen Ausblick und wir sehen hier ganz viele Smileys in Gefangenschaft. Warum, weshalb, das verrät dieses Spiel nicht. Aber unsere Aufgabe ist es mehr oder minder, sie hier rauszuholen, indem wir die Rätsel lösen. Ihr werdet am Ende noch sehen, was ich meine. So, hier haben wir wieder eine sich schön bewegende Plattform, auf die wir jetzt springen, um weiterzukommen. Das hat gerade noch so gereicht. So, und hier sehen wir was. Wir haben jetzt hier nochmal eine schöne Zeichnung. Wenn wir mit Anschwung gegen bestimmte Objekte, quasi rollen, dann verschieben die sich. Und das probieren wir jetzt hier an diesem grünen Block. Und zwar, zack.
Und schon haben wir es geschafft. Wir schieben ihn hier durch und haben uns einen Eingang geschafft. So, hier haben wir noch ganz viele, ja, traurige Smileys in Gefangenschaft. Sowie eine Tafel und dieses merkwürdige Symbol. Das zeigt uns an, Smiley plus Symbol gleich Zielflagge. Mit anderen Worten, wenn wir hier durchgehen, haben wir gewonnen. Und wenn wir das jetzt tun, befreien wir diese hier, diese netten Kugel-Smileys. Das demonstriere ich doch gerade mal. Und zack, da werden sie freigelassen. Und wir können sogar noch einen runterschmeißen, was total keinen Sinn gibt. Aber, ich krieg's jetzt nicht hin. Schade. Gut, das erste Level, das Tutorial-Level mit Bravo geschafft. Aber hier geht's auch weiter. So, was haben wir denn hier? So, eine blaue Linie, die durch Einsatz unserer linken Maus sich quasi ausbreiten kann. Wir sehen jetzt, die Maus verfärbt sich hier lila. Und wenn wir das hier tun, mit Linksklick draufdrücken, fährt diese sich jetzt hier schön aus, was für uns bedeutet, wir können natürlich ohne Mühen hier weitergehen. So, dieses Prinzip nutzen wir jetzt an. Wir können auch das an jeder, an jeder beliebigen Seite dieser blauen Flächen machen, zum Beispiel auch nach oben gehend. Das fährt sich dann langsam aus und mit meinem weiteren Linksklick fährt sich das wieder ein. Es fährt sich aber auch nach einer Zeit von selber ein, wie man eben gesehen hat. Und wir benutzen dieses Prinzip aber Male, vor allen Dingen in den Leveln, die ich gespielt habe, um weiterzukommen. So. Wir wollen jetzt hier nach oben. Um das zu erreichen, müssen wir natürlich irgendwie nach oben kommen. Und das erreichen wir in wie? Natürlich, indem wir die obere Flächenseite nach oben, ja, schieben lassen. So. Und befinden uns jetzt hier an dieser Stelle, wo wir aufpassen sollten, wie uns dieser Warnhinweis zeigt. Denn dieses, ja, sehr gut gesetzte Versatzstück könnte uns jederzeit runterschmeißen. Und hier haben wir wieder einen weiteren traurigen Vertreter unserer Sorte, der wirklich sehr traurig aussieht. Und hier sollten wir abermals aufpassen, weil das Ding uns ein wenig im Weg steht. Aber mit einem gut getimten Sprung wie hier können wir da locker durch. Herein in dieses, ja, in diesen, ja, wie soll ich das ausdrücken? Erinnert an eine Murmelbahn aus der Kindheit. Egal. Das führt uns aber zum nächsten Checkpoint und zu dieser bewegenden Plattform, die wir natürlich möglichst genau anspringen sollten. Und diesem, ja, Mechanismus, der uns auch jederzeit runterschmeißt, wenn wir nicht aufpassen. Aber wir haben das Ganze hier gemeistert. So, jetzt hier kommen wir zum kleineren Rätsel, wobei das hier keins ist. Wir lösen durch die blauen Sachen hier diese Extraschienen aus und erhalten eine weitere Murmelbahn, die wir ausnutzen, um quasi hier auf dieses, ja, ich nenne es mal sichere Gelände zu kommen und warten darauf, dass die Plattform sich in unsere Richtung bewegt, um im Endeffekt dann darauf zu springen und von dieser dann auch weiterzukommen. Soweit die Praxis und so gut funktioniert das auch, wenn wir jetzt hier drauf springen. Und zack, sind wir da, wo wir hin möchten. Hier haben wir ein sich drehendes Ding. Jetzt müssen wir genau den Moment abpassen und mit ein bisschen, ja, mit ein bisschen Zeit, Zeit ist das falsche Wort, mit ein bisschen Timing schaffen wir das locker. So, hier sehen wir eine weitere Instruktion, die sehr merkwürdig aussieht. Wenn wir lange genug auf das blaue Ding quasi mit der linken Maustaste drücken, entwickelt sich so eine Art Windrad. Das probieren wir doch gleich mal aus. So. Und da haben wir das auch, das ganz klassische Windrad. Dieses Prinzip nutzen wir aus, um zum Beispiel jetzt hier einfach nach oben zu kommen, indem es sich einfach dreht und zack, sind wir hier, wo wir hin möchten. Und hier haben wir so eine kleine Luke. Ich warte, bis sie wieder aufgeht und steige dann quasi hier rein, wenn das denn mal gehen sollte. Und es funktioniert, das ist schön. Und deshalb gehen wir auch gleich mal in den Checkpoint rein, Checkpoint, Entschuldigung. Und warten hier, bis dieses, ja, sich einmal im Kreis drehende, dieses rotierende Brett so steht, dass wir perfekt hier drüber können. Und ich habe gerade einen Fehler gemacht, denn eigentlich ist das Prinzip, dass wir von hier das Ding ausfallen, während wir da sind und dann quasi hier drüber kommen. Das habe ich gerade nicht berücksichtigt, deswegen springe ich doch einfach mal in den Tod. Hey, denn wir hatten da oben den Checkpoint aktiviert. Und das heißt mit anderen Worten für uns, dass wir das Ganze quasi nochmal machen können. Ich hoffe, ich krieg's hin. Und das war schon mal falsch. Ah, aber wir können uns hier so ein bisschen dran halten. Mit ein bisschen Springen und ein bisschen Koordination. Und wir haben jetzt zwar beides aktiviert, aber das ist egal. Denn wir haben Hauptsache dieses Versatzstück aktiviert hier. So, jetzt fahren wir uns nach oben und aktivieren jetzt jeweils hier diese kleinen Treppenstufen. Die im Ganzen natürlich eine ganze Treppe geben, die uns im Endeffekt nach hier oben führt. Ah, so, ich habe mich auch in diesem Let's Play einige Male oft versprochen. So, was sehen wir denn hier? Wir sehen hier ein bewegliches blaues Versatzstück, was jedoch die Eigenschaften dieser starren Bodenplatten, die hier zum Beispiel sind, besitzt. Wir müssen jetzt darüber zu dem Ziel, um die Dinge hier frei zu bekommen. Und hier haben wir unser blaues Versatzstück. Was tun wir jetzt? Wir schieben hier diesen Würfel in Richtung des Ziels. Mit viel Kontenance und Geduld. Wobei das eine auch das gleiche, das andere ist. Aktivieren jetzt quasi hier unseren, ja,
ausfahrbaren Arm, könnte ich sagen, hüpfen hier drauf und sollten das möglichst nicht runterschmeißen, das ist ein bisschen ungünstig. Und schon können wir zu unserem Ziel. So, und jetzt schmeiße ich mal ein paar runter hier, zack. Na komm, haut ab, ich befreie euch zwar, das heißt aber nicht, dass ich euch rette. So, gut. So weit, so gut. Und wir befinden uns jetzt im dritten Level, was ich hoffentlich noch in dieser Episode bekomme. So, wir sehen hier schon eine kleine Instruktion mal wieder. Smiley geht auf diese roten, ja, Pfeile quasi und wird ganz klar verdeutlicht, dass es schneller gemacht wird. Und das demonstrieren wir doch gerade mal hier. Hier sehen wir das Ganze, was hier in der Theorie aufgelistet wird. In der Praxis benutzen das und zack, sehen wir massig schnell. So, hier befindet sich jetzt ein blaues Versatzstück, genauso wie ein Checkpoint und diese rote Sprungfeder. Wir wechseln unsere Farbe logischerweise zu Rot und was sehen wir hier? Smiley plus rote Springfeder hat die Möglichkeit zu springen. Höher springen können wir nicht wirklich, aber jedoch können wir jetzt auf diesen Versatzstücken, wie man schön sieht, höher springen, wie so Bungee-mäßig, hört man auch ganz gut am Sound. Und dieses Prinzip nutzen wir natürlich perfekt aus, um hier weitere Sprünge hinlegen zu können, so zum Beispiel. Wenn wir uns jetzt hier anstrengen, das quasi hier nach oben fahren, können wir auch das kann ich gerade im Moment falsch ausdrücken. Das klingt irgendwie nicht so, als hätte ich das richtig ausgedrückt. Moment, ich bin gerade ein bisschen diffus. Ja, sagen wir mal, die Sprungweise ist weit genug, um quasi darüber zu kommen, wenn man denn nicht so dämlich wäre wie ich und dann einen ziemlich, ja, miserablen Sprung an den Tag legen würde. Gut, versuchen wir das Ganze doch mal nochmal und diesmal sieht das deutlich besser aus, denn wir schaffen es hier auf die sichere Ebene und hier kommt ein Sprung, der mich beim kurzen Spielen echt zur Weißglut gebracht hat. Was das bitte sein soll, das weiß ich auch nicht, wieso man das implementiert hat. Gut, auf jeden Fall müssen wir jetzt hier einen sehr, ja, genauen Sprung hinlegen, um quasi uns wieder in die gelbe Form zu verwandeln. Ich hoffe, das kriegen wir gleich beim ersten Mal hin und sieht nicht so aus. Ihr habt gesehen, ich bin zwar darauf gelandet, aber im Endeffekt bin ich wieder runtergefallen, weil ich auf der anderen Seite zu schnell quasi war. Und hier mache ich wieder einen dummen Fehler. Das passt noch in meine Zeit rein, in die erste Folge, so sieht es nicht aus. Es wird, glaube ich, kein zu langes Let's Play werden, wenn ich sogar zwischen 3, 4 und 5 Parts... Sowas, ja, es müsste sich so in dieser Länge belaufen. Aber nichtsdestotrotz, ich kann wieder nicht reden heute. Ein guter Einstieg in die Reihe von DigiPen-Spielen, die ich vorstellen möchte. Ich habe jetzt schon zu Beginn gesagt, was das genau ist und was es damit auf sich hat. Und diesmal sind wir gut gelandet und hüpfen jetzt hier auf den Checkpoint und schauen uns einmal kurz um. Ja, wie gesagt, DigiPen-Spiele auf jeden Fall einen Blick wert. So. Und hier fahren wir jetzt quasi wieder die Plattform aus, die auch stilsicher auf uns zukommt. Und jetzt machen wir mit einem schönen Sprung hier auf diese, ja, auf diese Beschleunigungsspuren und hüpfen quasi auf diese Plattform. Hier wird uns auch wieder schön beigebracht, auf solchen Plattformen kann es passieren, dass sie, wenn sie so gekennzeichnet sind, nach einer Zeit einfach runterfallen. Kennt man überall. Herunterfallende Plattformen, nichts Neues. So, das möchte ich hier aber nicht demonstrieren, weil ich ungern jetzt sterben möchte. Sondern zeige jetzt mal hier die ersten mehr oder minder komplexen Strukturen, wo uns leider auch nicht angezeigt wird, was Rätselslösung ist. Wir sehen jetzt hier wieder ein Versatzstück, das wir durch die Gegend schieben können, sowie eine Turbospur. Dahin ist unser Ziel. Wir können hier definitiv nicht durchspringen, das sage ich euch gleich, weil die Höhe nicht reicht. Was muss man denn jetzt hier machen? Wir gehen hin, schieben dieses Versatzstück in Richtung Turboplattform und siehe da, wenn wir das da drüber schieben, verlagert sich die Turboplattform genau dahin, wo wir wollen, und zwar auf dieses Versatzstück. Wenn wir jetzt dieses Versatzstück anheben mit unserer Fähigkeit, hebt sich auch das Turbofeld an und wir können hier durch diesen Freiraum durch. Das tun wir und hier bekommen wir unsere Sprungfeder. So weit, so gut. Ich werde später im späteren Verlauf dieses Let's Plays übrigens nicht so zielsicher sein, wie man es jetzt vielleicht denken mag, sondern deutlich, ja, deutlich verunsicherter, aber im Moment weiß ich ja noch alles, was ich zu tun habe. So, hier haben wir uns den Checkpoint und jetzt wird es interessanter. Jetzt müssen wir da rüber und wenn wir das Ding hier ausfahren, reicht das nicht und wenn wir das hier ausfahren, auch nicht, sage ich euch gleich. Ich kann das im Moment schlecht demonstrieren, aber ich würde auch sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, denn ich habe nicht genug Zeit, um meinen Gedanken auszuführen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, schaltet auch beim nächsten Mal ein, verzeiht mir meine diversen Sprachfehler und diversen Versprecher, die ich in dieser Episode hatte, aber es ist schon ein bisschen später in der Nacht. Mal wieder eine Ausrede, aber diesmal stimmt sie auch wirklich. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und bleibt mir treu, wenn es heißt, Mr. Mörsch spielt ein Spiel, bei dem er später bestimmt verzweifeln wird. Insofern, vielen Dank fürs Zuschauen.